Ein 17-Jähriger, bislang völlig unbescholten, attackiert mit einer Axt in einem Regionalzug bei Würzburg wahllos Menschen und verletzt diese zum Teil lebensgefährlich. Das war am Montagabend. Und das ist eine neue Qualität von Bedrohung. Denn hier verschwimmen die Grenzen zwischen Terrorismus und Amoklauf, aber auch die Spur zum sogenannten Islamischen Staat. Haben wir auf diese Bedrohung schon eine Antwort? Das Thema bei Sandra Maischberger. Anschlag in Würzburg. Sind wir dem neuen Terror schutzlos ausgeliefert? Unsere Gäste. Wolfgang Bosbach. Nach den Anschlägen von Brüssel sagte der CDU-Innenpolitiker, mit den Flüchtlingen sind auch Terroristen gekommen. Nach Würzburg fürchtet er, wir werden es immer mit mehr radikalisierten Einzeltätern zu tun haben. Die Grünen-Politikerin Renate Künast kritisierte die tödlichen Schüsse auf den Attentäter und erntete dafür heftigen Widerspruch. Klaus Strunz. Der Journalist fordert nach den Axtangriffen im Zug Anti-Terror-Kurse für alle Bürger. Judith Assländer, die vierfache Mutter aus Würzburg, nimmt minderjährige Flüchtlinge bei sich auf. Sie sagt, wir müssen diesen Menschen eine bessere Perspektive bieten als der IS. Der Diplompsychologe Ahmad Mansour warnt vor Nachahmungstätern und der Radikalisierung einer ganzen Generation. Sowie Guido Steinberg, der Terrorismusexperte, stellt fest, in diesem Jahr gab es in Deutschland bereits 3 Attentate, eine Häufung islamistischer Anschläge wie nie zuvor. Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Herr Bosbach, Sie sind gerade mit dem Zug hierher gekommen. Als Sie eingestiegen sind, ganz ehrlich, haben Sie an Würzburg gedacht? Nein. Nein, ich habe schon. Das machen nämlich jetzt viele Menschen. Ja, ich kann das auch verstehen, aber ich habe schon vor langer Zeit für mich persönlich beschlossen, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich bin ja zunächst geflogen, jetzt von Hamburg mit dem Zug gekommen. Ich weiß um potenzielle Anschlagsorte. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn sich Menschen Sorgen machen. Aber ich will mein Leben, so wie ich es gelebt habe und leben möchte, einfach nicht ändern. Wenn ich das tue, haben die Terroristen gewonnen. Aber sind die Sorgen der anderen Menschen berechtigt eigentlich? Ja, sie sind berechtigt. Und trotzdem, wir wissen, es kann uns überall treffen, weil im Visier des Terrors heute sind ja nicht die Spitzen von Staat und Gesellschaft, wie zur Zeit des RAF-Terrors in den 70er und 80er Jahren. Soft Targets, weiche Ziele haben sie im Visier. Also wir alle sind potenzielle Opfer des Terrors, deswegen Wachsamkeit ja, Grund zur Sorge auch, aber keine Panik. Es gab, Herr Steinberg, letzte Woche dieses furchtbare Attentat in Nizza. Mhm. Mit sehr, sehr, sehr viel mehr Toten. Glauben Sie, der Attentäter hat sich das zum Vorbild genommen? Kann das sein, dass dann jemand auf die Idee kommt erst? Ich bin ganz sicher, dass er das getan hat. Ganz einfach deshalb, weil er die Ereignisse in Frankreich in seinem Bekennervideo genannt hat. Er hat zwar nicht ganz genau Nizza gesagt, aber er hat sich auf Frankreich bezogen. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass das der unmittelbare Auslöser für die Tat war. Mhm. Der Rest des Videos verweist allerdings darauf, dass wir es da mit einem Mann zu tun haben, der sich schon eine Weile mit dem IS und seiner Ideologie befasst hat. Also die Entscheidung, in irgendeiner Weise terroristisch aktiv zu werden, die kann schon etwas länger zurückliegen. Wir wollen uns gleich auch mit diesem Video auseinandersetzen. Herr Mansour, erst einmal, Sie haben 3 Tage vor dem Anschlag ein Interview gegeben. Da haben Sie gesagt, die Frage ist nicht, ob in Deutschland Anschläge passieren, sondern nur wann und wie. Wie kamen Sie zu der Einschätzung? Weil ich das Potenzial immer wieder beobachte. Weil ich sehe, wie viel Hass manche Jugendliche auf diese Gesellschaft haben. Und weil ich weiß aus meiner Heimat in Israel, dass wenn Anschläge passieren, dass ganz viele Nachahmen dann kommen, die dann inspiriert sind von diesen Anschlägen und versuchen auf ihre Art und Weise, ohne großartige Strukturen im Hinterkopf zu haben, Anschläge durchzuführen. Das heißt, Nizza inspiriert Würzburg und Würzburg inspiriert möglicherweise. Wahrscheinlich andere inspirieren. Ich will keine Panik machen, aber das Potenzial ist da. Und da müssen wir natürlich schauen, wie wir diese Jugendlichen für diese Gesellschaft gewinnen, bevor die Islamisten das tun. Frau Assländer, Sie haben mit ganz vielen dieser Jugendlichen persönlich zu tun gehabt. Sie haben in 2 Jahren insgesamt 25 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei sich zu Hause, also in der Familie, aufgenommen zeitweise. Sie sind auch noch aus Würzburg. Wie erschrocken waren Sie denn und wie erschrocken sind die jungen Leute, die Sie kennen, über das, was da passiert ist? Also so eine Tat ist natürlich ganz furchtbar und man kann sich das auch nicht vorstellen, dass das in der eigenen Kleinstadt passiert. Ne? Sonst war es Paris oder Nizza und dass das so nah herankommt, ist schon hart. Aber viel härter trifft es vor allen Dingen auch die Jugendlichen, die
geflohenen Jugendlichen, weil die jetzt wirklich extreme Angst haben, dass einfach das gegen sie verwendet wird. Und sie sagen auch, da ist ein Spinner, der kommt und jetzt richtet sich's gegen uns, die Flüchtlinge, die wir doch einfach nur Schutz suchen hier in dem Land. Und die selber so viele junge Männer bei sich zu Hause gehabt haben, haben Sie im Moment der Unsicherheit gespürt? Nein, nicht einen einzigen. Wie kommt's? Ich lebe mit diesen Menschen zusammen und sie sind mir alle ans Herz gewachsen und es sind ganz tolle Menschen. Und ich glaube, wenn jemand so eine Tat verübt, da gehört sicher eine psychische Komponente dazu. Mhm. Und bei den Flüchtlingen ist es genauso wie bei den Deutschen oder bei den Franzosen oder in der ganzen Welt. Es ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Mhm. Und dass sowas vorkommen kann, ist schlimm, aber es ist so. Und dass das unter Flüchtlingen sich nicht häufiger hervortun wird oder nicht häufiger abspielen wird als unter Deutschen, davon bin ich überzeugt. Herr Strunz, ist Würzburg eine Zäsur? Kann man sagen, der Terror ist damit in Deutschland ja angekommen, näher gerückt? Also angekommen ist ja schon eine der Vokabeln, die eigentlich schon in die Irre führen, weil er war vorher schon da. Mhm. Aber ich glaube, dass Würzburg aufgrund der fast Banalität und Nähe, ein Regionalzug, wie schon erwähnt wurde, nicht ein großer Platz in einer großen Stadt. Das hat klar gemacht, das hat ikonografische Wirkung und deshalb auch Bedeutung für die Zukunft. Das wird im Gedächtnis bleiben als der Moment, in dem wir uns hoffentlich endlich klar gemacht haben, dass es in Deutschland auch jederzeit an jedem Ort passieren kann. Wir haben immer darüber geredet, aber jetzt ist es bewiesen. Und ich glaube, dass wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen müssen und einfach aufhören müssen, uns einzureden, bei uns wird schon nichts passieren. Doch, es ist etwas passiert und es wird wahrscheinlich noch sehr viel mehr passieren. Und mein Punkt setzt ja immer an, dass wir uns eher fragen müssen, wie können wir uns sozusagen schützen. Da diskutieren wir sicherlich noch drüber. Ganz bestimmt, ja. Denn ich glaube nicht, dass wir da besonders gut aufgestellt sind. Ja. Erst einmal war die Polizei vor Ort. Frau Künast, Sie sind heftig kritisiert worden wegen eines Tweets, das Sie 12:30 abgesetzt haben, in dem Sie auch eben geschrieben haben, ob man den nicht hätte in irgendeiner Form schadlos schießen können. Also nicht töten, sondern eben ihn unfähig schießen. Mit 4 Fragezeichen. Die Kritik kam aus der eigenen Partei, also Herr Özdemir zum Beispiel, Frau Göring-Eckert, aber auch von der Polizeigewerkschaft. Rainer Wendt hat sie der Klugscheißerei bezichtigt. War das ein Fehler? Also man kann ja sagen, Tweet ist dafür zu kurz, aber ich glaube, dass trotzdem in einem Rechtsstaat die Frage berechtigt ist. Also Parlamentarier müssen sowas fragen und Herr Notz, der bei uns Rechts- und Innenpolitik macht, sieht es da genauso wie ich und ich glaube andere auch, Herr Prantl heute in der Süddeutschen. Da kann man drüber streiten. Also hätte man es später gemacht, heute dann sozusagen an dem Tag morgens um 8 oder um 9. Ich glaube, dass manche Leute, die mich da kritisiert haben, also ich versuche, die auseinanderzuhalten. Es gibt ein paar tausend Aussagen, Tweets oder bei Facebook, wo ich sage, das sind Rechtsextreme. Das sind Menschen, die sagen, jeder Islamist muss erschossen werden, sollen wir den festnehmen und noch die Gelder zahlen und so. Also AfD, Rechtsextreme, wirklich Druck machen. Das machen sie ja nicht nur mir gegenüber, sondern auch gegenüber Leuten, die zum Beispiel im Flüchtlingsheim arbeiten, mit Kindern Deutsch, versuchen Deutsch zu lesen und Ähnliches. Das ist auch eine große Gefahr in dieser Gesellschaft an Hass und Abwertung, die da passiert. Und ansonsten sage ich mal, ich weiß, dass untersucht wird und ich glaube, dass uns das von anderen Ländern unterscheidet, dass man bei uns solche Untersuchungen automatisch macht, dass es sehr klare Regeln für die Polizei gibt. Die Polizei weiß selber, die Gewerkschaft der Polizei, im Gegensatz zu der von Herrn Wendt, ist das eine große, die auch eine Rolle spielt. Herr Wendt ätzt meistens nur rum. Die Gewerkschaft der Polizei weiß das ja auch und legt auch darauf Wert, dass entsprechend ein Training da ist, die Ausbildung ist und sie wissen alle, dass es danach ein Ermittlungsverfahren gibt. So wie es hier aussieht, muss ich sagen, in der Nacht war es ja auf der Flucht erschossen, da hat sich jemand wirklich unpräzise geäußert. So wie es hier aussieht, kann es sehr gut sein, dass dann der sogenannte finale Rettungsschuss, weil er gar nicht auf der Flucht war, sondern die Polizeibeamten angegriffen hat, wenn das so ist, wie es jetzt dargestellt wird, dann wird man am Ende sagen, dass die Polizeibeamten wirklich in akuter Notwehr gehandelt haben und ihr Leben gerettet haben. Das waren jetzt deutlich mehr als 140 Zeichen, das muss man jetzt einmal feststellen. Zum Beispiel, ja, das stimmt, da haben Sie recht. Aber trotzdem glaube ich, also die man Frage kann nicht, glauben Sie, ist immer noch berechtigt? Das ist ja das, was ich gerne wissen möchte. In einer Demokratie, die Frage ist berechtigt. Soll man die Waffe eben nicht angriffsunfähig
tatsächlich geschossen werden, sondern die so werden sie auch ausgebildet. Also, so werden sie auch ausgebildet. Dafür gibt es auch im bayerischen Recht genaue Regeln. Und es hat ja schon, denke ich, nur an Bad Klein und Herrn Seiters, der nachher zurückgetreten ist. Also ich finde ja, also was macht unser Land positiv aus? Ja. Dass Abgeordnete Fragen stellen können und nicht Richter entlassen werden. 140 Zeichen, mindestens. Frau Köhner, Sie haben eine Chance verpasst. Sie haben die Chance verpasst, es geht nicht um AfD und Pegida, sondern es geht um Ihren Tweet. Sie haben die Chance verpasst zu sagen, ich habe jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen, ich hätte ihn besser nicht so abgesandt. Mhm. Warum? Erstens, es war doch bekannt, dass er versucht hat, zum Zeitpunkt der Festnahme auf die Polizisten mit dem Bein loszugehen. Er hatte auf seiner Flucht bereits eine Frau verletzt. Er war noch 2, 3 Armlängen mit der Tatwaffe von den Polizisten entfernt. Er ging auf die Polizisten zu in Angriffshaltung, hat sich nicht wegbewegt. Wenn Sie in dieser Form mitten in der Nacht Zweifel äußern an der Rechtmäßigkeit des Einsatzes, Entschuldigung, aber dann fallen Sie den Polizeibeamten das war in keine, das waren keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Einsatzes, sondern hätte man ihn nicht angriffsunfähig schießen können. Frau Künners, in einer solchen Situation erwarte ich von uns Politikern, dass wir der Polizei nicht in den Rücken fallen, sondern den Rücken stärken. Und gerade weil von Amts wegen der Sachverhalt aufgeklärt wird, wäre es gut, wenn wir keine Zweifel im Vorab sehen würden, sondern wenn wir den Lauf der Dinge abwarten. Warum soll man nicht auch in der Nacht schon die Frage stellen, Herr Strunz? Dafür ist ja Twitter da, dass man sehr schnell eben reagiert. Naja, ich fand jetzt schon, ich habe das ja aufmerksam zugehört und ich habe, glaube ich, auch alles verstanden in den Begründungen, aber es waren schon verdammt viele Wörter. Eins hätte gereicht, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Denn es war natürlich, das wissen Sie auch, ein Fehler, jedenfalls der Zeitpunkt war ein Fehler, weil was Sie damit gemacht haben, Sie haben direkt oder indirekt eigentlich alle Polizisten in Deutschland beleidigt, weil sie nämlich in einer Frage, wo sich Polizisten zum Schutze der Bevölkerung positioniert haben und gehandelt haben, die Frage aufgebracht haben, ob sie nicht überreagiert haben, ob der Schuss nicht anders hätte gemacht werden. Das tut man in einem solchen Moment nicht. Und eigentlich habe ich gehofft, als ich wusste, wir treffen uns heute, dass sie sich jetzt heute hier hinsetzen und sagen, ja, das war nicht korrekt. Wir werfen immer Journalisten vor, dass sie erst plappern und dann nachdenken. Jetzt habe ich es aus Versehen auch mal selber gemacht. Und deshalb entschuldige ich mich bei den Polizisten in Deutschland für dieses Tweet und für diese wirklich seltsame Debatte, die völlig zur falschen Zeit kommt. Das kann man am dritten Tag machen, wenn sich irgendwelche Hinweise ergeben. Dann muss man es machen. Wenn sich herausstellt, dass der junge Mann gar keine Axt hat, sondern einen Holzscheit. Wenn sich irgendwas oder wenn in den Rücken geschossen oder wenn in den Rücken. Aber man tut es doch nicht in dieser Nacht, wenn man hinter unserer Polizei steht. Jetzt sind wir schon sehr lange dabei. Wollen Sie trotzdem noch was sagen, Frau Künast? Also ich habe schon gesagt, dass der Tweet durchaus nicht die angemessene Form ist. Ich stehe aber trotzdem dazu, dass die Fragen gestellt werden. Und sage ich immer ehrlich, unsere Demokratie hält das aus. Und da darf man sowas fragen. An der Stelle, und das kann nicht eine Frage der Uhrzeit sein. Und das sage ich Ihnen mal, das ist jetzt aber auch wieder eine Unterstellung. Auf die ganz präzise Frage, konnte er nicht angriffsunfähig geschossen werden, an der Stelle daraus abzuleiten, ich hätte alle Polizeibeamten beleidigt, da sind nicht mal die Polizeibeamten drauf gekommen. Ich glaube, dass Twitter ein segensreiches Instrument ist, weil ich glaube festzustellen, dass man sagen kann, in Twitter Veritas, so wie im Wein, man kann in dem ersten kurzen Tweet immer rausfinden, wie einer wirklich denkt. Und Sie haben ein Problem mit der Polizei. Deshalb sind die Grünen ja auch fast gegen alles, was man einführen müsste, um uns besser zu schützen. Jetzt sind wir aber wirklich, wir haben kein Problem mit der Polizei. Aber das muss ich mal wirklich sagen. Also wir haben uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten mindestens so viel, mindestens wenn nicht mehr, mit der Frage beschäftigt, wie kann Polizei modernisiert werden. Wir haben eine Menge dazu gemeinsam mit Polizei diskutiert, dass heutzutage Einsätze anders laufen, ist auch Ergebnis von grüner Politik. Grüne gegen, was da Zeichen alles kommt. Dafür den Verfassungsschutz, Reizgas, die Videoüberwachung. Aber wir haben keine Debatte über die Grüne, Beispiele. Den grünen Umgang mit der Polizei. Muss ich wirklich jetzt bei allem Respekt für alle sagen, sondern eine wichtige Frage, die wir heute zu behandeln haben, ist tatsächlich die, und das ist ja auch eine Folge dieses nächtlichen Einsatzes. Den Täter selber kann man zu der Tat nicht mehr befragen. Es gibt aber das Bekennervideo, das Herr Steinberg schon erwähnt hat. Es kursiert im Netz. Es gibt mittlerweile auch eine Bestätigung, dass dieses Video also echt ist. Das kommt vom Innenminister, vom Bayerischen.
Und es gibt auch eine Art von Übersetzung dessen, was dieser junge Mann hier sagt. Er sagt im Namen Gottes, ich bin ein Soldat des IS. Ich beginne eine heilige Operation in Deutschland. Die Zeiten sind vorbei, in denen ihr in unsere Länder gekommen seid, unsere Frauen und Kinder getötet habt und euch keine Fragen gestellt wurden. Der islamische Kalifat herrscht jetzt im Irak, in Syrien. Es werden die heiligen Krieger starke Festungen bauen in euren eigenen Ländern. Ihr werdet in jeder Straße, in jedem Dorf, in jeder Stadt und auf jedem Flughafen angegriffen. Herr Mansour, Sie waren als junger Mann selber einmal sehr nah an dieser Szene. Doch, Sie waren radikal, eigentlich ein Islamist, ein radikaler junger Islamist. Mittlerweile betreuen Sie junge, radikalisierte Männer vor allem in Deutschland, sind Psychologe. Sie sind also ein Experte dafür, für die Frage, wie radikalisiert man sich. Wenn Sie diesen jungen Mann und das, was er schreibt und so wie er aussieht, wenn Sie sich den ansehen, ist das so ein typischer Terrorist? Es gibt keinen typischen Terrorist. Man sieht das nicht an den Menschen, dass sie Terroristen sind. Aber man muss sich fragen, was sie denken, welche Gedankengut sie mitbringen, wie verhalten sie sich. Mhm. Und wie er da diese Worte sagt, wie er bedroht, welche Wortwahl er da trifft. Ist das eine Rhetorik von Terroristen? Ist das eine Rhetorik von Islamisten? Und die ist sehr sichtbar in diesem Video. Das Verrückte ist, dass man diesen jungen Mann wahrscheinlich noch vor ein paar Tagen als sogenannten Musterflüchtling bezeichnet hätte. Er ist seit einem Jahr in Deutschland. Er hat die Erstaufnahme, das Heim durchlaufen, ist bei einer Pflegefamilie gewesen, hat ein Praktikum gemacht, hatte eine Lehrstelle in Aussicht, war vor der Tat, wie es heißt, völlig unauffällig. Wie kann das sein, dass der sich angeblich über Nacht radikalisiert hat? Also wenn wir über Radikalisierung reden, Sie haben von meiner Arbeit erwähnt, dann reden wir über deutsche Zustände. Das sind Menschen, die hier groß geworden, die Teil dieser Gesellschaft sind. Das trifft nicht nur Flüchtlinge. Das trifft auch Flüchtlinge. Natürlich müssen wir in der Lage sein, zu wissen, wer zu uns kommt. Da erwarte ich auch von der Stadt, dass sie in der Lage sein, das halt zu tun. Aber in diesem Fall ist es unklar. Es ist unwahrscheinlich. Es heißt immer, es sei ein Freund von ihm in Afghanistan. Nein. Es ist unklar, für die Menschen, die ihn beobachtet haben. Also. Weil ich halte von dieser Turboradikalisierung nicht so viel. Aha. Wir haben das nicht sichtbarer gesehen. Die Radikalisierung ist ein Prozess. Er fängt nicht innerhalb von 2 Tagen. Man steht nicht morgen auf und sagt, heute Abend gehe ich und bringe Menschen um. Sondern das ist eine Ideologie, das sind Einstellungen. Und diese Einstellungen sitzen bei diesem jungen Mann und bei vielen, vielen seit langem. Das ist auch teilweise Teil der Erziehung gewesen. Die Leute, die dieser Mann betreut, ohne sie jetzt Vorwürfe zu machen, waren nicht in der Lage, diese radikalen Tendenzen zu erkennen. Wahrscheinlich war es auch unmöglich, weil er... Woran hätte man das denn sehen können oder merken können? Also naja, beispielsweise... Wenn man mit ihm vertiefte Gespräche geführt hat, dann merkt man, welche Rhetorik ist, welche Feindbilder. Dann merkt man, dass man zum Beispiel Verachtung des Lebens als Schwerpunkt hat, dass man eigentlich den Tod liebt, dass man eigentlich von Ungläubiger und von Muslimen und Muslime alles Opfer sieht. Man muss in vertieften Gesprächen, da rufen ganz viele Lehrer, Sozialarbeiter und wollen wissen, wie kann ich jetzt wissen, dass jemand radikal ist? Das kann man nicht mit einem Katalog von Symptomen und von irgendwelchen Erscheinungsmerkmalen, sondern man muss mit diesen Menschen in Gesprächen gehen und gucken, welche Verhaltensänderungen sind da, wie ist die Rhetorik dabei. Nur so können wir das rausfinden. Darf ich trotzdem etwas, was Sie gerade gesagt haben, auch mal Herrn Steinberg und Herrn Bosbach, die sich beide aus unterschiedlichen Richtungen mit solchen Fällen beschäftigt haben, fragen. Ich habe immer gelernt, man wird nicht über Nacht Terrorist. In diesem Falle sieht alles, was man bisher weiß, danach aus, Herr Steinberg. Glauben Sie, wie Herr Mansour, der ist nicht über Nacht radikalisiert gewesen, sondern das ist ein langer Prozess? Ja, absolut. Also ich halte auch von diesem Begriff der Turboradikalisierung nichts. Und ich werde sehr misstrauisch, wenn Vertreter unserer Sicherheitsbehörden den benutzen. Unsere Sicherheitsbehörden hier in Deutschland sind in einem Bereich ganz besonders schwach, nämlich in der Früherkennung dieser Prozesse. Wenn Leute sich an diese Ideologie anschließen, selbst wenn das in einem Rahmen geschieht, den man beobachten könnte, sprich in einschlägigen Moscheen, in einschlägigen Kreisen, da sind die nicht gut dabei. Und wenn Sie dann anfangen, von Turboradikalisierung zu berichten und ich bei ganz vielen Fällen, dann, wenn ich es mir genauer anschaue, die Hinweise dann doch wieder etwas früher finde, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass da unsere Sicherheitsbehörden es sich zu leicht machen. Und was für Hinweise würden Sie hier denn sehen?
gerade also in dem Fall, ich habe mir nun dieses Video angeguckt, ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat, aber die arabischen Untertitel habe ich lesen können, die der IS dazugefügt hat, die Übersetzung. Und daraus wird schon klar, dass er sich mit dem Gedankengut der Organisation befasst hat. Er spricht dort über einen Treueeid an den Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi. Er muss sich also über eine ganze Weile damit befasst haben, was im Irak und Syrien passiert. Er hat über die Verbrechen westlicher Staaten in Afghanistan und so weiter gesprochen. Also er hat sich mit diesem Thema befasst. Das ist ein hinreichender Beleg. Das heißt nicht, dass man diesen Prozess unbedingt bemerken muss, wenn es sich tatsächlich um einen Einzeltäter handelt. Aber eben, wie gesagt, mein Eindruck ist, dass sich viele, viele mit diesem Begriff der Turboradikalisierung herausreden. Mhm. Die Sicherheitskräfte, haben Sie gerade gesagt. Ja, also, und versuchen von unseren Schwächen da abzulenken. Sie sind ja im Innenausschuss im Bundestag, Herr Bosbach. Haben wir da keine Sensorien offensichtlich dafür? Wir hatten es zum ersten Mal, das Thema, auch die Terminologie bei dem Fall Arid U. Das müsste vor 5 Jahren gewesen sein, auf dem Flughafen Frankfurt am Main, als 2 junge amerikanische Soldaten ihr Leben verloren haben. Und 2 weitere verletzt wurden. Genau, der Täter ist verurteilt worden. Und alle und in der Folgezeit immer mehr haben dann die Täter beschrieben als völlig unauffällig, braver Junge, treusorgender Familienvater, überhaupt keine Anhaltspunkte für irgendwelche Radikalisierungen, geschweige denn, dass Taten angekündigt, angedroht worden wären. Und das fällt schon auf. Das kann man darüber nur, wenn jeder Mensch, der treusorgend und freundlich und höflich ist, dann gerade deshalb unter so beschrieben als zurückhaltend. Wenn der gerade deshalb dann unter Verdacht geraten soll, dann kann man sie gar nicht sehen. Das ist ja richtig. Aber die Frage ist, welche Anhaltspunkte haben die Sicherheitsbehörden, um erkennen zu können, hier handelt es sich um einen Gefährder. Denn alle Präventionsprogramme setzen ja da an, dass man Erkenntnisse hat, Anhaltspunkte dafür, dass es einen Radikalisierungsprozess geben könnte, wenn man so das gerade richtigerweise beschrieben hat, anhand von Indizien. Dann kann man helfen, dann kann man beraten. Aber wenn sich das nicht nach außen manifestiert, wenn das nicht deutlich wird gegenüber Freunden, im Internet. Dann ist manchmal wollen die Familien das auch gar nicht sehen. Na gut, also jetzt Frau Assländer sitzt hier, die wirklich mit 25 jungen Männern Erfahrungen gesammelt hat. Auch dieser junge Mann war in einer Pflegefamilie. Haben Sie das Gefühl, also Sie haben ganz viele gesehen, ich weiß auch, wir haben schon mal darüber geredet, Sie sagten, ja, da gibt es auch welche, die natürlich durch das, was sie erlebt haben, extrem traumatisiert sind. Sie haben von einem jungen Mann mal berichtet, der auch handgreiflich eben wurde. Also es gibt schon die Möglichkeit dann auch zu sehen, oder hat man eigentlich keine Chance, weil man so weit weg ist von dem Leben? Naja, nicht jeder Jugendliche, der handgreiflich ist, ist gleich ein Terrorist. Also ich denke, da muss man ganz klar unterscheiden. Und die Flüchtlinge, die zu mir kommen, sind jugendliche Menschen wie meine eigenen Söhne auch. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Und bloß weil sie jetzt aus einem anderen Land kommen, sind sie ja nicht tendenziell gefährdet, zu einem Terroristen zu werden. Wie also gut kommt man an die ran? Also wie viel Vertrauen können die tatsächlich fassen, nachdem sie all diese ganze Flucht davor den Krieg erlebt haben? Und dann alleine sind ohne Eltern als unbegleitete Minderjährige? Das ist ganz unterschiedlich. Also das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt die, die es schneller schaffen, sich hier zu akklimatisieren, sage ich mal, mit der Kultur zurechtzukommen. Und es gibt natürlich auch jene, die einfach länger brauchen, um mit der Kultur zurechtzukommen. Aber auch das wieder ist ja kein Grund, um zu einem Terroristen zu werden. Ich denke, der wichtigste Punkt ist weiter, dass wir an der Integration arbeiten. Und ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, aber ich denke, wenn jemand sich in der Gesellschaft aufgehoben und angenommen fühlt und Perspektiven für sein Leben entwickeln kann, sinken auch die Chancen, dass er durch irgendwelche Radikalisierungsmaßnahmen irgendwo abdriftet. Bäckerlehre in Aussicht, Praktikum gehabt. Also man sitzt ein bisschen hilflos davor, finde ich. Ja. Klar, aber ja, man, wie gesagt, man darf das nicht verallgemeinern. Ja, denke ich auch. Ah, darf ich mal? Aber ich glaube, wenn ich mich damit beschäftige, dass wir jetzt leider eines lernen müssen, nämlich, dass es da ganz unterschiedliche Fragestellungen gibt. Das eine ist, wie geht eine gute Präventionsarbeit? Da kann man drüber reden, wie man die eigentlich mit ersten Clearingstellen, mit Zusammenarbeit von Behörden und so und Zivilen, also Privatpersonen, die sich engagieren, zusammenbringt. Und da muss man auch drauf gucken, was brauchen Jugendliche, insbesondere junge Männer. Die suchen immer Halt, die suchen einen Rückhalt, eine Bezugsgruppe oder dass sie einen Weg finden in dieser hiesigen Gesellschaft irgendwie, die ihnen ja noch fremd ist. Mhm. Selbst wenn sie von da geflohen sind, sind ihnen viele Werte und kulturelle Fragen fremd. Eindeutig. Ja, wir reden auch von Deutschen, die hier geboren, aufgewachsen sind. Ja, genau. Also. Ja, aber das ist ja die eine Gruppe. Also wie hilft man denen da, damit sie nicht jetzt Terroristen oder Salafisten in die Hände fallen? Aber die andere Gruppe, zum Beispiel die Deutsche, die Sie angesprochen haben, Herr Mansour, die sich hier systematisch radikalisieren und dann die, die vielleicht als
das kann ja passieren. Und die Frage werden wir uns ja hier stellen müssen, ja, in dem Fall, ob es Leute sind, die vorher schon radikalisiert, wie Herr Steinig gesagt, so, und entschieden waren und sich dann hier nur so verhalten, als seien sie kleine, also so ein kleiner, schüchterner Junge, der sich hier integrieren will. Der wird nicht zeigen, dass er eigentlich was anderes vorhat. Ja? Ganz anderes Wort, den können wir gar nicht erkennen oder unterscheiden. Mhm. Und für diese Fälle müssen wir uns dann aber auch überlegen, also für welche dieser Fallgruppen brauchen wir eigentlich was? Wo geht Prävention, wo geht Integration, wo müssen wir uns wie anstrengen? Und wen müssen wir überwachen? Und da gibt es eine ganze große Gruppe an Mängeln, die es für diese jungen Leute, glaube ich, noch gibt. Und an der anderen Stelle, was müssen wir wie überwachen und wie ist die Zusammenarbeit, und zwar auch international, zu verbessern? Was müssen wir überwachen? Der Terrorismus organisiert sich auch international. Es ist doch ganz unstreitig, und erstmal bin ich voller Bewunderung für jemanden wie Sie, die das mit solcher Herzenswärme und Barmherzigkeit macht und sich dann auch an einem Tag wie heute hinstellt und sagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, finde ich erstmal absolut bravourös. Und das erinnert mich daran, dass wir sozusagen eine Doppelstrategie brauchen. Wir brauchen auf der einen Seite das, was wir jetzt hier schon wieder sehr lang diskutieren, Integrationskurse und so weiter. Aber wir dürfen, fast ist diese Debatte so ein bisschen symptomatisch, sie überdeckt einen unheimlich spannenden Punkt, an dem wir gerade waren. Warum sind wir denn so schwach im Erkennen? Warum sind wir denn so schlecht in der Voraufklärung und in dem Vorwahrnehmen? Warum sind die Sicherheitskräfte denn so, sozusagen so gelähmt? Weil wir an allen Ecken und Enden es kaputt gespart haben. Wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, dass es 90 Moscheen in Deutschland gibt, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, das heißt auch 90 Hassprediger, die dort regelmäßig sozusagen ihre furchtbaren Gewissheiten verbreiten, ja, und dass dort viele, viele Menschen hingehen. Wenn ich mir vorstelle, dass das alles unter unseren Augen geschieht und aber dann doch kein Zugriff, kein nichts, dann wird mir irgendwie Angst. Ich will ein Beispiel machen. Wenn Sie mir gestatten, würde ich ein Beispiel machen. Ich würde aber gerne noch mal an diesem Punkt gerne einhaken, und zwar deshalb, weil sowohl der Täter in Nizza als auch jetzt der junge Mann in Würzburg überhaupt gar nicht häufig überhaupt eine Moschee aufgesucht haben. Das heißt, die Religion, Herr Mann, so wie ich es verstanden habe, die moderne Moschee ist das Internet. Hat. Aber wir können es ja nicht alles nur an diesem einen Täter festmachen. Welche Rolle spielt, also das würde ich aber trotzdem jetzt, ich würde gerne da einhaken und sagen, welche Rolle spielt da das religiöse Bekenntnis, das religiöse Erkennen? Ist das ein Punkt, an dem man tatsächlich ansetzen kann? Also Religion ist nicht gleich Religion und Moschee ist nicht gleich Moschee. Aber wir müssen in der Lage sein, über die Ideologie, die dahinter steht, zu reden. Die Islamverständnisse sind sehr unterschiedlich. Ja. Es gibt Islamverständnisse, die mit solchen Terrorattacken und mit solcher Verachtung nichts zu tun. Es gibt aber ein Islamverständnis, der leider weit verbreitet ist, der den Basis schafft, an dem die Radikalen ihre Ideologie aufbauen. Und dazu braucht man kein Moschee und kein Hasspredigt. Das Internet ist voll davon. Die Erziehung ist in manchen patriarchalischen Familien führt dazu, dass diese Gesellschaft verteufelt ist, dass die Werte dieser Gesellschaft abgelehnt ist. Wenn man Opfer- und Feindbilder schafft, dann wird es halt dazu führen, dass Menschen sich radikalisieren. Wir können aber auch nicht immer nur von Terror reden und von Attentäter reden. Wir müssen auch über diejenigen reden, die unter uns leben und diese Gesellschaft ablehnen. Ja. Das sind diejenigen, die in der Zukunft auch vielleicht auch sehr problematisch in Erscheinung treten werden. Die Frage ist tatsächlich, ob wir eine Chance haben, die zu entdecken, und ob es eine Spur gibt, die gelegt wird. So habe ich jetzt Sie verstanden und Herrn Steinberg eben auch. In diesem Falle gab es eben eine IS-nahe Medienstelle, so heißt das. Also so wurde es mir jedenfalls in meinen Zeitungen erzählt, die dieses Video. Was heißt denn das? Also wie viel IS steckt, also sogenannter Islamischer Staat steckt in diesem Anschlag? Haben die inspiriert? Waren die ein Vorbild? Haben die einen Auftrag gegeben? Oder ist der junge Mann einem Aufruf gefolgt? Wie sehen Sie das? Ja, also die Medienstelle ist eine IS-Medienstelle. Ich habe das auch gelesen mit IS nahe. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist einfach der IS. Genau, das ist der IS. Das wissen wir sehr genau. Das kann man schon am Titel erkennen. Das ist ein Ort in Nordsyrien. Wie dem auch sei. Was also passiert ist, ist, dass dieser junge Mann, wahrscheinlich dieser junge Mann, sein Video darüber geschickt hat. Auf Pashto, die haben das übersetzt, mit Untertiteln versehen. Und zwar vor der Tat natürlich. Und wie lange vor der Tat? Kann man das nicht irgendwie herausfinden? Das soll noch an dem Tag gewesen sein. Er hat gesagt, heute werde ich eine Selbstmordoperation, da stimmt auch Ihre Übersetzung nicht, die werde ich heute durchführen. War natürlich keine im Wortsinne, aber das muss, entweder am selben Tag geschehen sein oder
in den Tagen seit Freitag, weil er nun einfach die Ereignisse in Nizza erwähnt. Aber was passiert ist, und das ist, glaube ich, das Wichtige hier, er hat einen Kontakt zu dieser Medienstelle hergestellt. Das ist nicht so schwer, aber er hat das getan. Kann man nicht von Turbo-Radikalisierung reden? Er war auch im Netz unterwegs. Und nach dem, was wir bisher wissen, hat er selbst entschieden, ohne dass es bisher einen Nachweis für einen Kontakt gibt, im Sinne des IS tätig zu werden. Und das ist tatsächlich etwas, was der IS fördert. Das fordert er seit 2014 von all denjenigen, die nicht die Gelegenheit haben, nach Syrien zu kommen und sich dort dem Kalifat anzuschließen. Die sollen tun, was sie können, also mit Autos, mit LKWs, mit Waffen, mit Steinen oder mit Messern sollen sie Ungläubige töten. Genau das machen. Aber der Organisationsgrad ist ja, finde ich, extrem trotzdem festzustellen. Nämlich, man macht ein Video, schickt es irgendwo hin, dort wird es editiert und bearbeitet, dann wird es aufbewahrt, bis der selbstständige Selbstmordunternehmer seine Tat verübt hat und dann wird es unter die Leute gebracht. Aber also, man braucht auch kein Video. Da ist kein Organisationsgrad und das war ein Junge in Würzburg, der mit allem nichts zu tun hat und sich irgendwie eine Flagge selber gemalt hat, dann ist man, glaube ich, auf dem falschen Dampfer. Herr Bosbach, das Interessante daran ist, das hinterlässt ja Spuren tatsächlich. Also wenn jemand, bisher hieß es ja eben gerne auch, das ist ein junger Mann, der hat in seinem Kopf einen Knacks gehabt und wir konnten bis zu diesem Zeitpunkt nicht eine Spur, die uns zum IS führt, verfolgen. Das aber ist eine ganz andere Sache. Man hätte es möglicherweise verfolgen können. Dann müssten die Sicherheitsbehörden konkrete Anhaltspunkte gehabt haben. Zum Beispiel wie im Fall Sigtempel in Essen. Da gab es ja solche Anhaltspunkte, denen man aber offensichtlich nicht mit der notwendigen Intensität nachgegangen ist. Die Ermittlungen dauern ja an. Mir ist nicht bekannt, dass die Behörden den Verdacht hatten, den tatsachengestützten Verdacht, oder dass sie eine solche Information bekommen haben. Im Übrigen ist das richtig, was gerade gesagt worden ist. Ich glaube, der Aufruf ist schon 2 Jahre alt. Nehmt, was ihr an Tatmitteln bekommen könnt. Wenn ihr keine Schusswaffen habt, keine Sprengmittel habt, dann nehmt jedes andere Tatwerkzeug. Und wir hatten einen nur bedingt vergleichbaren Fall. Da ist Opfer ein junger Bundespolizist gewesen auf dem Hauptbahnhof in Hannover. Das Mädchen war 15-jähriges Mädchen. Darf ich das nachreichen, weil Sie jetzt beides erwähnt haben tatsächlich und ich das Gefühl habe, das sind 2 Anschläge gewesen, die in diesem Land stattgefunden haben, in diesem Jahr. Und wir haben sie ein bisschen aus den Augen verloren, weshalb ich, bevor wir weiterreden, gerne auch Sie zu Hause noch mal daran erinnern möchte, was wir in diesem Jahr schon erlebt haben. Das sind die beiden Fälle, die Sie erwähnt haben, Herr Bosbach. Sehen Sie den Zusammenhang zu Würzburg? Nein. In beiden Fällen haben die Sicherheitsbehörden bis jetzt zur Stunde keine plausible Erklärung, wann, auf welche Art und Weise und wie diese Radikalisierung und Brutalisierung erfolgt ist. In Hannover war es wohl so, dass das junge Mädchen die Täterin versucht hat, auszureisen. Dass man sie wieder zurückgeschickt hat, um in Deutschland eine Tat zu begehen. Es war ja eine Kontrolle, eine routinemäßige Kontrolle. Aber wir gehen davon aus, dass es eine durch das Mädchen provozierte Kontrolle war. Denn sie hatte das Messer im Ärmel verborgen. Und dann hast du, wenn du so vorgehst, hast du eine hohe kriminelle Energie. Wenn man dann noch den Beamten in den Hals sticht, dann weiß man, mit welcher hemmungslosen Brutalität dort vorgegangen worden ist. Es ist noch keiner gestorben. Vielleicht haben wir deshalb diese Anschläge nicht wirklich so auf dem Schirm, wie wir es hätten, wenn wir eine Tote zu beklagen hätten in diesem Jahr. Wir hatten ja die 2 Opfer, die amerikanischen Soldaten. Und wir übersehen oft, Frau Maischberger, dass durch den Terror der letzten 16 Jahre, rechnen wir ab dem 11. September, mehr als doppelt so viele Deutsche ihr Leben verloren haben wie zu den Zeiten des RAF-Terrors in den 70er und 80er Jahren. Richtig ist, dass wir in Deutschland keinen Anschlag mit sehr vielen Toten hatten. Das ist eine Mischung aus guter Polizeiarbeit, Sauerlandgruppe. Aber wir hatten auch Glück. Und Zufall, das ist ja gerade die Herausforderung. Die Sicherheitsbehörden müssen jeden Tag Erfolg haben, um das zu verhindern. Die Terroristen nur einmal, um ihr Ziel zu erreichen. Und wir wissen auch nicht, ob es einen Toten heute geben wird, weil eine der Verletzten von Würzburg steht tatsächlich in Lebensgefahr. Frau Hühners und dann Herr Manso. Was aber, glaube ich, dabei wichtig ist, ist, dass wir uns auch noch mal miteinander überlegen und wahrscheinlich auch Polizei dazu befähigen,
ganz anders Bedrohungsanalysen zu machen, weil Sie haben jetzt 9/11, also die Flugzeuge auf die Twin Towers und New York angesprochen. Da war es geplant. In Deutschland, ja genau, aber Studenten auch international geplant. Aber ne? Das Wichtige, Herr Strunz, ist dabei jetzt nicht, also natürlich war es international, aber da war es so, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, ein Verkehrsflugzeug zu kapern und dann ein so großes so einen großen Anschlag zu üben. Aber wir müssen ja jetzt lernen, dass diese Anschläge seit 2014 ganz anders organisiert werden. Sie werden in viel kleineren Zusammenhängen gemacht, dass jemand mit der Axt oder mit einem Messer oder anderen Sachen losgeht. Und daraus muss ja was erwachsen, dass wir Polizeiarbeit auch ganz neu denken müssen und die ganz anders befähigen müssen für Bedrohungsanalysen, gucken, dass die Wissenschaft auch von draußen kriegen. Ich will damit nicht sagen, dass man das alles immer finden kann, weil das ja, sehr im Geheimen aber es muss eine andere Zusammenarbeit, eine andere Wissenschaftlichkeit. Vielleicht heißt wissenschaftlich dann auch jemand wie Herrn Mansour einzuladen und zu sagen, was wissen Sie denn aus dieser Szene? Oder sich auszutauschen. Herr Strunz, Sie haben vor einigen Wochen und Monaten ein wunderbares Polizeipapier gemacht als Fraktion. Wenn Sie es gelesen hätten, wären Sie jetzt... Jetzt kriege ich aber wirklich Angst, weil wenn ich Ihre Worte zusammenfasse, wir müssten doch... Also, die Terroristen haben ihre Strategie geändert, war die erste Bemerkung. Wir haben das noch nicht nachvollzogen. Deshalb müssen wir daran arbeiten. Das heißt aber, dass wir zur Stunde eigentlich auf das, was uns droht, nicht vorbereitet sind. Da wird mir Angst und Bange. Ja, wenn das die Analyse ist, wird mir Angst und Bange. Herr Steinberg, haben die Terroristen ihre Strategie geändert? Nein, kann man natürlich das so sagen? Nicht. Natürlich nicht. Also erstens gibt es solche Einzeltäteranschläge schon seit langer Zeit. Es gab vor 10 Jahren mal den Versuch, genauso mit einem Messer den damaligen Chefredakteur der Welt hier in Berlin umzubringen. Das ist 10 Jahre her, haben wir weitgehend vergessen. Aber wir sehen beim IS, dass er viele Dinge macht, obwohl er natürlich gerne die USA angreifen würde. Weil der IS es nicht schafft, Flugzeuge in der Luft zu kapern und die in ihre Ziele zu schießen. Deswegen verübt er andere Anschläge. Aber er versucht ja, wir sehen eine ganz deutliche Strategie bei dieser Organisation für Europa. Hier wird versucht, durch Einzeltäteranschläge von Leuten, die inspiriert werden, und von Leuten, die zurückgeschickt werden, die Sicherheitsbehörden zu beschäftigen. Mhm. So, und wenn die nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, dann wird versucht, den großen Anschlag zu verüben. Und wir haben gesehen, in Paris ist genau das passiert. Wir hatten Einzeltäteranschläge, kleinere Anschläge, verschiedener Art, 2014, 2015. Auch in Brüssel, vor dem Jüdischen Museum in genau, Brüssel. Genau, damit hat es angefangen. Das war aber das war diese Gruppe. Der war nämlich vom IS zurückgeschickt worden, um den großen Anschlag zu ermöglichen. Die große Frage ist also nicht, müssen wir uns jetzt auf Einzeltäteranschläge einstellen? Die gibt es sowieso seit einer ganzen Weile. Die große Frage ist, was läuft denn parallel? Ja. Davor müssen wir doch Angst haben, vor dem großen Anschlag und nicht vor den Einzeltäteranschlägen, bei denen wir, wenn sie sich so wie in Würzburg verhalten, wahrscheinlich sehr wenig machen können. Also ich glaube, von beiden sollten wir Angst haben. Aber die Frage, die wir bis jetzt nicht gestellt haben, ist, wie können wir das verhindern? Moment, aber ich bin noch bei der Analyse. Wenn Sie mir einen Schritt noch erlauben, und zwar deshalb, weil das jetzt auch in den letzten 2 Tagen immer wieder gesagt wurde, hier gibt es eine Grenze, die verschwimmt zwischen Amoklauf und Terror. Nur damit wir wissen, worüber wir reden. Das wird häufig auch dann die Amokläufe bemüht, die in Deutschland stattgefunden haben. Vielleicht kann man das ausschließen, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber vielleicht gibt es auch irgendetwas, was in dem Muster ähnlich ist. Wir wollen daran noch mal erinnern. Das würde ich jetzt gerne wissen. Herr Steinberg, erst einmal tatsächlich, weil viel gesagt wurde, gerade jetzt Würzburg, das sieht aus wie, da greift sich einer eine Axt und dann rennt er durch den Zug. Und das ist ein wahlloses Verhalten und das sieht aus wie ein Amoklauf. Sie würden sagen, das hat mit dem, was wir hier gesehen haben, nichts zu tun. Das hat natürlich was damit zu tun. Wir sind da ja in einem Grenzbereich des Terrorismus bei den Einzeltätern. Und ich glaube, was man immer wieder beobachten kann, ist, dass selbst wenn die politischen Motive nachgewiesen sind, immer noch so ein gewisser Zweifel da ist. Bei Nizza war das und ist das der Fall. Jetzt in Würzburg ist das der Fall. Wir können die politischen Motive nachweisen, aber da ist immer noch irgendwas anderes? 50, 60, 70%. Da fragt man sich, was ist das für ein Typ? Und ich glaube, das hat etwas mit diesem Anschlag zu tun, weil natürlich die Motivation oder die Erbringung der Motivation, der Aufbau der Motivation ganz anders ablaufen muss. Es ist viel einfacher, jemanden auf diese Schiene zu bringen, wenn er in einer Gruppe ausgebildet, trainiert wird. Religiösen Unterricht
bekommt, wie das in Syrien der Fall ist. Vielleicht sogar über Monate, als wenn jemand da in seinem Kämmerlein sitzt und sich entscheidet, einen Mordanschlag zu begehen. Ich glaube, dass da psychische Motive, vielleicht auch psychische Krankheiten, immer eine etwas größere Rolle spielen. Und deswegen sind wir in dem Grenzbereich. Und wir müssen da auch, ich glaube, wir müssen da auch vorsichtig sein, weil wir jetzt sehr schnell mit diesem Terrorismus-Label in Würzburg richtigerweise, aber wir sind sehr schnell mit dem Terrorismus-Label dabei, in Fällen, bei denen, da hätten wir vor 3 Jahren vielleicht noch was anderes gesagt. Und ich glaube, dass das darauf zurückgeht, dass der IS diese Einzeltäteranschläge so sehr als Teil seiner Strategie begreift und die auch beworben hat und damit so erfolgreich ist. Das ist etwas Neues und da müssen wir vorsichtig mit sein bei der Unterscheidung. Das sind also zwei unterschiedliche Tätergruppen. Die einen sind irgendwie tatsächlich möglicherweise schon in ihrem Kopf ganz woanders und werden dann durch so etwas eher dann inspiriert, während die anderen agieren in Gruppen. Wobei auch bei Würzburg nicht klar ist, ob es da Hintermänner gibt. Und auch bei Nizza, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch Telefonate, die darauf hinweisen, dass es da möglicherweise da eine Beteiligung gibt. Also wie unterscheidet man den psychisch kranken Attentäter von dem, in jedem Einzelfall. Wenn man sich radikalisiert, dann spielen sehr unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Psychologische, soziologische, aber auch ideologische Faktoren eine Rolle. Dieser Beitrag macht mich wütend, weil das zeigt eigentlich, dass wir nicht in der Lage sind, Probleme zu benennen und nach Lösungen zu suchen. Und wir machen alles, um über soziologische, soziale Probleme zu reden. Wir machen alles, um über Pathologie zu reden. Aber wir sind nicht in der Lage, der Grund für diese Radikalisierung, das, was Sie politisch genannt haben, zu erwähnen. Und das ist die Religion oder bestimmte Religionverständnisse. Solange wir das tun, solange wir Relativierung betreiben, was die grünen Weltmeister damit ist, dann werden wir leider nicht erreichen. Wir müssen in der Lage sein, die religiösen Verständnisse, die zur Radikalisierung führen, zu benennen. Wir müssen in der Lage sein, das vorher zu bekämpfen. Das tun wir nicht, weil wir Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu benennen. Das merken wir jetzt hier gerade. Und das macht mir Angst und das macht mir wütend auch. Was war der Angriff gerade auf die grünen Relativierungen? Oder ich habe nicht verstanden. Ja, immer wieder wird es versuchen, irgendwie die Religion spielt keine Rolle, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Das ist immer wieder, wenn es halt um Köln Silvesternacht geht, da von Sexismus ist die Rede, aber die Hintergründe, die patriarchalische Strukturen, die eine bestimmte Gruppe im Fokus hat, die wird nicht angesprochen. Und das macht mir Angst, weil das merke ich immer wieder, wie schwierig Menschen haben, bestimmte Problematik zu benennen. Und wenn sie das nicht nennen können, dann können sie eigentlich nicht in der Lage sein, Radikalisierung zu erkennen. Frau Ausländer, wenn Sie erlauben, wollte auch was dazu sagen und dann Frau Künast. Ich finde, wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir eine komplette Religion für was verantwortlich machen. Auch wir müssen wenn ich nicht vorsichtig sein. Wir müssen Probleme benennen. Das habe ich nicht getan. Ich bin selber Muslim. Ich sage auch was dazu. Gleich. Moment, Frau Ausländer, also ich kenne eine Menge Muslime, die das zutiefst ablehnen. Also, natürlich. Deswegen, aber und dann, ich habe von Islamverständnissen geredet, nicht von Islam. Ja. Okay, aber ich finde es halt sehr gefährlich, weil in der Öffentlichkeit dann schon immer ankommt, der Islam ist daran schuld. Und das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, die Stereotype, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Die überdeckt alles nach dem Motto, es gibt... Wir müssen die Religion benennen. Natürlich. Es gibt Ausprägungen im islamischen Spektrum. Da gehen keine Juden und keine Christen nach Syrien. Ich will nicht als Ungläubiger bezeichnet werden, sondern als Andersgläubiger. Und man kann doch nicht ernsthaft sagen, den Islamismus, den Salafismus, den Wahhabismus, das alles gäbe es auch, wenn es den Islam nicht gäbe. Natürlich hat das was damit... Vielleicht schreien Sie gerade die falsche Frau. Können Sie so mit 4 Millionen Muslimen Herr Bosbach, Frau Künast könnte vielleicht Frau Assel zur Seite stellen. Aber ich muss jetzt mal sagen, Herr Mansour, fast würde ich sagen, machen Sie doch mit Herrn Strunz zusammen eine Sondersendung. Sie reden hier gerade. Ich bin ein mundiger Mensch, meine Kooperation, wie ich will. Ja, gut. Aber ein flotter Spruch darf auch mal sein. Aber also die Grünen relativieren immer, ja, weil er sagt ja auch immer, was die Grünen denken und wollen. Und es stimmt nur meistens nicht. Nicht bei allen. Die Geschichte, die Sie jetzt genannt haben. Meistens übrigens. Die Sie jetzt gesagt haben, wenn es zum Beispiel um Religion geht. Ja? Also wir wissen ja, und da gebe ich Ihnen recht, es gibt
Interpretationen und Wege, die leben das richtig aus. Ja? Dass die Frau minderwertig ist und ganz viele Geschichten. Oder diese Lebensfeindlichkeit, diese Feindlichkeit gegenüber bestimmten freiheitlichen, demokratischen Dingen. Weshalb ich ja glaube, dass wir in dieser ganzen Geschichte, egal ob Großgruppen oder Einzeltäter, aufpassen müssen, dass wir uns unsere Freiheit und demokratischen Strukturen nicht selber unterm Stuhl wegziehen. Aber auf Ihr Ding bezogen noch mal, die Debatte gibt es seit vielen Jahren und wir Grüne haben sie auch geführt, um das Thema Islam in Deutschland und in Europa. Und da werden wir bei der Stelle, dass wir meines Wissens lange Zeit uns viel zu wenig drum gekümmert haben, wie das türkische Religionsministerium da reingeht, aber andere noch viel schlimmer. Moscheevereine gehabt haben und die wirst du nicht nur los, indem du den Verfassungsschutz sagt, beobachte die, sondern indem man den Islam in Europa einbürgert, indem man den jungen Leuten eine Möglichkeit gibt, und zu sagen, die Imame, die Religion, welcher Islam sollte man einbürgern? Ein europäischen. Ein europäischen, genau. Wie jede Religion in Deutschland, ist das in Europa. Die DITIB oder Miligurisch oder Muslimbruder? Ich wollte ja nur einen Gedanken noch mal sagen. Das geht auch um die Perspektive und wie radikalisieren sich Jugendliche nicht. Du musst hier statt einem Moscheeverein im Hinterhof eine Moschee finden, einen Religionsunterricht in der Schule mit Religionslehrern, natürlich, die in Europa ausgebildet sind. Aber mit welchen Inhalten? Das meine ich, ja, natürlich mit Ausbildung hier, Herrn Mansour, kann immer nur unter dem Dach des Grundgesetzes sein, von Gleichheit, Respekt, körperlicher Unversehrtheit und. Ich glaube, dass da immer noch, auch wenn wir jetzt angefangen haben, überhaupt solche Religionsausbildung zu machen, aber das ist einer, glaube ich, historisch der Mängel, die wir in unserer Geschichte haben. Wir müssen ein Angebot, ein demokratisches Angebot unter dem Dach des Grundgesetzes ermöglichen jetzt, bei der bevor Region. Aber das tun man nicht mit den Verbänden. Nein, die Verbände müssen sich bewegen, das tut man auch. Die müssen sich bewegen, da müssen wir aber mit dem Finger Kühnes, sagen, ständig wir tun sagen Sie, was die anderen machen müssen. Nein. Wir müssen doch was machen, ja, wenn die anderen sich nämlich nicht bewegen. Ich habe wir gesagt. Ja, aber Herr die Verbände Schrunz, müssen sich bewegen, sie bewegen sich aber nicht. So, ja, und wir Grüne haben darauf hingewiesen und wir haben schon vor Jahren, Herr Strunz, wenn Sie es mal lesen würden, gesagt, wie man dafür Sorge tragen kann, zum Beispiel für die Studiengänge, Ausbildung hier, dass unter dem Dach des Grundgesetzes und Menschenrechtskonventionen sich hier eine Religion entwickelt und deshalb eine andere Perspektive anbietet, deshalb, nicht die lebens- und menschenfeindliche. Weil wir häufig hier, gerade auch an dieser Stelle, darüber geredet haben, über die Rolle der Religion, das spielt eine Rolle. Das haben Sie berechtigterweise eingebracht. Ich würde gerne Herrn Steinberg trotzdem fragen, dass wir dann immer über den Islam diskutieren. Hat damit der IS eigentlich schon gewonnen? Ja, klar. Das möchte er gerne. Was möchte er denn eigentlich gerne? Ich denke, dass er zwei Dinge möchte, zwei sehr konkrete Dinge. Einmal möchte er natürlich die Bruchlinien in unseren Gesellschaften vertiefen. Und das sieht man hier in Europa nicht so stark, obwohl er hier sehr erfolgreich ist. Das sieht man zum Beispiel in der Türkei. Da gibt es dann Anschläge auf Kurden, Aleviten und Linke. Und der Konflikt verschärft sich mit dem Staat. Oder in Saudi-Arabien gibt es Anschläge auf Schiiten. Im Jemen gibt es Anschläge auf Seiditen. Und hier in Europa geht es vor allem darum, Gegenreaktionen unserer Gesellschaften zu provozieren. Das heißt, wenn man es kurz formuliert, die AfD ist eigentlich das, was der IS hier in Deutschland haben will. AfD, Pegida. Das wissen die sehr genau. Die beobachten unsere Gesellschaften sehr genau. Es sind viele Deutsche, sehr viele Franzosen da. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der möchte sehr viel konkreter, dass wir Bodentruppen schicken. Das hat die Organisation mehrfach gesagt. Er möchte in Syrien aus ganz unterschiedlichen Gründen gegen amerikanische, französische, europäische Bodentruppen, türkische Bodentruppen kämpfen, weil er glaubt, dass er im Kampf gegen die am Boden bessere Chancen hat als gegen die Luftwaffe. Das ist ja auch so. Das sind die beiden wichtigsten Motive. Und wenn wir uns das mal insgesamt anschauen, ich denke schon, dass die Terrorwelle der letzten beiden Jahre einmal eben zum Anwachsen von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus geführt hat. Das ist nicht die einzige Ursache. Und zweitens sehen wir, besonders bei unseren Verbündeten, bei den Franzosen, dass die kurz davor sind, überzureagieren und vielleicht Fehler in Syrien zu machen. Glauben Sie, das ist eine Debatte, die, also macht Ihnen das auch Angst, dass man an der Stelle eben genau das dann tut, wenn man zum Beispiel diese Debatte dann hier so führt mit dem Islam, die Muslime? Diese Debatte wird bei uns nicht so geführt. Sie wird bei uns sehr differenziert geführt, aber zwei Themen überlagern alles, nämlich erstens hat alles nichts mit der Flüchtlingspolitik zu tun und zweitens hat auch nichts mit dem Islam zu tun. Das führt dann dazu, dass alle, die sehr kritisch sind, wie ich, gegenüber radikalen Tendenzen innerhalb des islamischen Spektrums in die islamophobe Ecke gestellt werden. Ich beurteile Menschen nicht nach ihrer religiösen Überzeugung, nach ihrer Hautfarbe, nach ihrer Staatsangehörigkeit, sondern nach ihrem Verhalten.
Meine Befürchtung ist schon seit vielen Jahren, dass wir auch tolerant denen gegenüber sind, die uns gegenüber überhaupt nicht daran denken, tolerant zu sein. Alleine das Thema Verfassungsschutz, Überwachung von Moscheen bringt ja schon einige bei uns auf die Palme. Wir haben in den letzten Jahren etwa 20 Vereinsverbote ausgesprochen, etwa zur Hälfte im rechtsradikalen Bereich, etwa zur anderen Hälfte im islamistischen Bereich. Wir kennen doch die Moscheen alle, die uns große Sorgen bereiten. Und solange es so ist, dass wir von der DTIP Radikale, nicht nur, aber auch radikale Prediger bekommen, die die Lebenswirklichkeit ihrer Gläubigen, ihrer Gemeinde in der westlichen Welt weder kennen noch kennen können, an der Lebenswirklichkeit ihrer Gemeinde vorbeipredigen, werden diese Probleme bleiben. Dann allerdings brauchen wir eine Ausbildung von Imamen bei uns in Deutschland, Inhalte auch bei denen kein Zweifel darum besteht, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes sind. So, und konservativ kann man das haben wir hier tatsächlich. Das sind die Inhalte, die ich in Frage stelle. Der zweite Punkt dessen, was Sie gerade gesagt haben, den würde ich gerne aufgreifen, weil viele denken, wir hatten das Problem schon vorher. Jetzt ist es natürlich noch mal verstärkt. Und zwar, Sie haben das Wort gesagt, durch die Flüchtlingspolitik. Es sind im letzten Jahr 1 Million Menschen zu uns gekommen. Zum ersten Mal, das ist auch eine Qualität von Würzburg, ist einer von denen, die letztes Jahr zu uns gekommen sind, als Flüchtling tatsächlich ein Täter geworden. Nun sagen viele, die gesagt haben, die Flüchtlingspolitik ist falsch, wir hatten recht. Und vor allem greifen sie die an, die ihrer Meinung nach ganz falsch eine Willkommenskultur betrieben haben, wie man das heute neudeutsch sagt, zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt. Frau Künast, die Frage geht an Sie. Sie heißen zwar nicht Katrin Göring-Eckardt, aber das ist die gleiche Partei. War das eine bestimmte Art von Blauäugigkeit oder glauben Sie immer noch, das ist ein Geschenk? Also ich hätte es nicht so ausgedrückt. Ich bin auch selber nicht religiös an der Stelle. Ich glaube aber, dass nicht nur Katrin Göring-Eckardt, sondern viele es als positiv empfunden haben. Vielleicht nicht nur die Menschen als Geschenk, sondern es als positiv, da kam ja auch das Wort Willkommenskultur her, empfunden haben, dass wir uns zu dieser humanitären Geste bewegen. Nämlich zu sagen, ja, wir nehmen die Menschen hier auf. Auch wenn das Asylrecht in Zeiten gemacht wurde, wo man nicht wusste und ahnte, dass es so viele würden. Und das ist ja am Ende eine große Herausforderung für die ganze Integrationsarbeit. Ist dadurch die Situation, die Sicherheitslage in Deutschland Ihrer Meinung nach gefährdet worden? Nehmen wir mal ein Beispiel. Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, 50.000 sind nach Deutschland gekommen, 9.000 davon gelten als vermisst. Muss man sich wir wissen gar nicht, was vermisst ist, ob die doppelt genannt sind oder ob die wirklich irgendwie, was weiß ich, was wissen wir nicht. Also, ich bin jetzt nicht diejenige, die immer mit schrecklich und tragisch und so weiter, bin dann irgendwie ein bisschen rationaler. Eins ist aber klar, wenn 1 Million Menschen kommen, dann ist es doch denklogisch so, dass damit eben nicht nur nette Menschen kommen, sondern dass es auch eine gewisse Anzahl gibt. Also ich mache mal der Durchschnitt, wie wir unter allen Deutschen und denen, die hier schon leben, dann auch Straftäter oder andere haben. Okay. Was das wirklich Problem ist, dass die Behördenstruktur damit nicht mitgegangen ist, dass die teilweise gar nicht ausgetauscht waren. In Berlin war das allerschlimmste Jahr. Dass wir nicht registrierte, also Leute hatten, die lange Zeit nicht registriert waren und wie wir es sonst machen, ist Überprüfung gegeben. Hat Herr Bosbach, war am Ende schon, ich weiß, Sie hadern mit der Entscheidung überhaupt Ihrer Kanzlerin aus dem September. Ich hadere mit Ihrem Redeschwang im Moment. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Wir haben nicht eine Million Menschen im vergangenen Jahr aufgenommen, sondern 2 Millionen. Darunter 1 Million Flüchtlinge. Wir hatten eine Nettozuwanderung von über 1 Million. Wir haben alleine 650.000 Muslime aus dem arabischen Raum aufgenommen. Wenn hier jemand in diesem Raum ist, der sagt, das ist völlig irrelevant, das bringt keine Probleme bei der Integration, bringt keine Sicherheitsprobleme, keinerlei Radikalisierungstendenzen, dann sage ich Ihnen, das ist nicht von dieser Welt. Natürlich, es hat hier aber gar keiner gesagt. Es geht hier nicht um jemanden, es geht nicht darum, unter Flüchtlinge unter Generalverdacht zu stellen, sondern zwei andere Sachen. Wir haben in 10 Monaten des vergangenen Jahres mehr Flüchtlinge aufgenommen als in den 10 Jahren davor zusammen. Der weit überwiegende Teil der Flüchtlinge hat keine Papiere. Wir haben uns zu sehr immer an der Zahl festgehalten. Wir kennen weder deren Identität, wir kennen auch nicht ihre Nationalität. Und das ist nicht nur ein Verwaltungsproblem. Natürlich war unsere Verwaltung überlastet. Wenn es nicht
solche Menschen, die gäbe, die nicht gefragt haben, was habe ich davon, was kriege ich dafür, muss ich das tun, sondern die die Not der Menschen gesehen haben und die gesagt haben, ich stelle mich in den Dienst der guten Sache, während sämtliche staatliche Institutionen, die von Amts wegen betraut sind, längst kollabiert. Aber natürlich haben wir einen Verlust an Sicherheit. Natürlich haben wir diesen Verlust. Und da muss man drüber reden dürfen, ohne dass es heißt, da werden wieder Flüchtlinge wieder unter Generalverdacht. Ist das ein Problem derjenigen, die gekommen sind? Ich glaube, das ist ein bisschen naiv. Also natürlich sind die Menschen schon da und wir können jetzt nicht 10 Jahren über die Tatsache, dass wir jetzt Flüchtlinge angenommen haben. Sondern wir müssen versuchen, diese Menschen zu integrieren. Das ist eine Mammutaufgabe, das ist eine Riesenaufgabe. Wir schaffen das, bedeutet nicht nur ein Slogan, sondern wir schaffen das, bedeutet eigentlich Milliarden zu investieren, um diese Menschen zu erreichen. Und wir werden nicht alle erreichen. Aber diese Konzepte vermisse ich. In diesem Fall hat es gut funktioniert, wenn Menschen, die alleine hier sind, die nach Orientierung und Halt suchen, Familien finden. Wir brauchen Patensysteme, damit diese Menschen Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft bekommen. Wir brauchen aber Schulreform, weil diese Menschen ganz andere Werte, ganz andere Einstellungen mit sich bringen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Politiker diese Mammutaufgabe noch nicht verstanden haben. Das ist nur ein Satz bitte. Ja. Wenn unsere Innenminister der Meinung ist, dass die Verbände jetzt, die verantwortlich teilweise dafür, dass Parallelgesellschaften entstanden, jetzt diese Aufgabe mitnehmen sollen, dann haben wir in den letzten 30 Jahren nichts gelernt. Und das macht mir Angst. Ist es irritierend, Herr Strunz, dass der Nizza-Attentäter beispielsweise in Frankreich geboren ist? Da würde man sich auch fragen können, das ist keiner, der kurz vorher gekommen ist, ist auch keiner, der vor 10 Jahren gekommen ist. Nein, es ist jemand, der in Frankreich geboren ist. Da geht ja das ganze Argument mit den Flüchtlingen, mit denen, die von außen kommen, kommt die Unsicherheit völlig an dem Fakt vorbei. Ja, wir können jetzt natürlich für jede These einen einzelnen oder drei oder zehn finden, die die These absurd erscheinen lässt. Aber es gibt doch gar keinen Zweifel daran, dass jetzt offenbar wird, dass die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik von Frau Merkel auf einer Halbwahrheit beruht. Der erste Teil der Wahrheit, wir wollen humanitäre Hilfe geben und uns als gutes Gastgeberland zeigen und die Integration befördern, Aber die ganze zweite Hälfte, was das kostet, wo die Risiken liegen, die hat sie mal schön verschwiegen. Und jetzt wundern sich alle, dass diese Fragen aus allen Ecken und Enden hochkommen und die Menschen beunruhigen. Und das ist der große Vorwurf an die Politik, die diese Flüchtlingspolitik betrieben hat, der mich wirklich umtreibt, weil wir analysieren uns zu Tode. Und auch heute habe ich noch keinen Vorschlag gehört, den man wirklich umsetzen kann gleich. Es gibt doch Was mich an der Stelle irritiert, dass Sie jetzt auch zu denen gehören, die das alles nur auf Merkel fokussieren. Das habe ich von Anfang an, aber das nur fürs Protokoll. Bitte. Ja, aber ich glaube, dass also mit Merkels Entscheidung im September letzten Jahres, als man auch Angst haben muss, was Orbán in Ungarn eigentlich anstellt und welche Gewalt es da geben wird. Ja. Das war ja, ich meine, da war man in einer ganz schmalen Straße und musste eine Entscheidung treffen. Ich glaube, dass wir natürlich da in Folge nachher ein paar Probleme hatten aus dieser humanitären Geste raus, die extrem schwierig war zu bewältigen. Und das darf man auch benennen, Herr Bosbach. Aber meine These wäre, dass unser Problem in der Migrations- und Flüchtlingspolitik Jahre und Jahrzehnte älter ist. Die früher immer zu sagen, nein, es soll gar keiner kommen, diese Sperre, uns zum Einwanderungsland zu machen und überhaupt aufzunehmen. Die Verbundenheit damit, wir haben ohne Integrationskurse. Die Sachen, die wir heute diskutieren über Moscheevereine und Orte und. Aber das ist doch wunderbar, Frau Künstler. Also immer schon nicht gekonnt. Wir haben es immer schon nicht gekonnt. Vorher systematisch gemacht worden. Ja, natürlich haben wir über Multikulti geredet. Aber wir waren auch, Herr Mann, nur diejenigen, die für die Integrations- und Sprachkurse waren. Nicht so viele Sätze auf einmal. Aber Sprache reicht nicht. Da müssen wir viel mehr hin. Natürlich, bitte, unterstützen Sie es. Erst Herrn Bosbach und dann Frau Ausländer. Bei der Aufnahme der Flüchtlinge, die damals in Ungarn waren, auf dem Ostbahnhof in Budapest, habe ich die Entscheidung für richtig gehalten. Und zwar zur Abwendung einer humanitären Katastrophe. Wenn man noch die Bilder damals vor Augen hat, die wollten nicht in Ungarn bleiben, sie wollten über Österreich nach Deutschland kommen. Jedenfalls die meisten, wie hätte das in der Praxis aussehen sollen, wenn man sie mit Gewalt aus den Zügen herausgeholt hätte. Für diesen Fall habe ich die Anwendung der Ausnahmevorschrift im Asylgesetz für richtig gehalten. Wir hätten danach allerdings wieder zur Anwendung des geltenden Rechtes zurückkehren
müssen. Wenn nicht, dann muss man das machen, was man ansonsten bei jedem Gesetz macht, nämlich eine Folgenabschätzung. Genau. Wenn man die Grenzen öffnet, wenn man sagt, wir weisen keinen zurück, auch bei ungeklärter Identität, ist ja gemacht worden, aber es ist verschwiegen worden. Dann muss man das alles aufzeigen, was Herr Strunz hier gerade erwähnt hat. Aber jetzt sind Sie da. Bitte? Ja, aber wir wollen ja immer noch nicht das Recht, das wir vor dem 4. September angewandt haben. Wir diskutieren ja, weil wir eine Attacke hatten, über die wir am Anfang geredet haben. Das bringt mich auch zu Frau Assländer zurück. Verstehen Sie diesen Zusammenhang? Oder haben Sie, anders gesagt, Herr Strunz sagt, ganz viele machen sich Sorgen, dass die Flüchtlingspolitik, dass diese Willkommenskultur, dass eben die Menschen, die hier ohne Papiere eingereist sind, für uns eine Sicherheitsproblematik sind. Empfinden Sie das eigentlich so? Also ich finde, man muss vor allen Dingen ganz klar separieren. Das eine sind die Flüchtlinge und das andere ist ein IS-Anschlag. Und das jetzt alles in einem Topf zu mischen und mal rumzurühren, führt zu einer riesen Stigmatisierung für eine gesamte Bevölkerungsgruppe, die zu uns gekommen ist und die ja eigentlich versuchen, Teil unserer Gesellschaft zu werden. Und jetzt das alles so in einen Topf zu mischen, schürt, denke ich, auch extrem die Angst und die Vorbehalte gegenüber diesen Menschen, die ja zu uns gekommen sind, in der Hoffnung, Schutz zu finden. Das ist ja in den allermeisten Fällen der Grund, warum sie gekommen sind. Da muss ich Ihnen sagen, dass bei dem Anschlag am 13. November in Paris Spuren gefunden worden sind von Flüchtlingen, deren Weg nachvollzogen worden ist. Wir wissen, Terroristen, die sich als Flüchtlinge ausgegeben haben, die im großen Strom der Flüchtlinge mitgekommen sind. Ja, das mag sein, dass das passiert ist. Ihr könnt doch nicht alle Flüchtlinge unter diesen Verdacht stellen, haben Sie völlig recht. Aber ich möchte, dass wir die unter Verdacht stellen dürfen, die sich verdächtig verhalten. Selbstverständlich. Und ich möchte nicht, dass wir den Obersatz, hat nichts mit der Flüchtlingspolitik zu tun, als Argument nehmen. Alle Probleme. Habe ich nicht gesagt, dass Sie das gesagt haben? Ja, Sie sind so streng, Frau Alle diejenigen, die sofort in die islamophobe Ecke gestellt werden, die latent ausländerfeindlich, die inhumane Ecke gestellt werden, die auf unübersehbare Probleme hinweisen. Frau Assländer, ich arbeite mit diesen jungen Menschen zusammen. Ich kenne ganz, ganz viele dieser jungen Menschen und ich kenne ihre Probleme aus erster Hand. Und sie alle haben riesige Angst, dass sich jetzt dieses eine Attentat gegen diese Menschen richtet. Ja. Und ich sage überhaupt nichts gegen Sicherheitsaspekte und was jetzt im Bereich der Terrorisierung und was weiß ich, Islamisierung gemacht werden muss. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern ich sehe die einzelnen Menschen vor mir, die hierher gekommen sind und die in die Moschee gehen, die muslimischen Glaubens sind. Ich sehe die Jugendlichen, die 17 Jahre alt sind, aus Afghanistan kommen und vor mir stehen. Und die werden jetzt pauschal verdächtigt. Von wem? Na, von Menschen, die wahrscheinlich in der Umgebung sind. Es ist relativ jung. Wir hatten schon den ersten Fall, wo einer angepöbelt worden ist im Laden. Ach, du bist auch so ein Afghane. Und ich fürchte einfach, dass das jetzt sich häufen wird. Und das eine, das ist die eine Befürchtung, die ich habe, dass sich das einfach häufen wird. Und das andere, was ich noch glaube oder worauf ich finde, dass wir achten müssen, ist, dass wir die Angst nicht weiter schüren. Weil wenn wir die Angst schüren, hat der IS gewonnen. Das ist genau das, was sie mit ihren Anschlägen erreichen wollen. Und deswegen, finde ich, muss man nach außen vor allen Dingen auch vermitteln, dass man sich an einem Sicherheitskonzept arbeitet. Herr Steinberg, ich würde gerne Herrn Steinberg ganz kurz, er hatte sich schon ganz lange vorher mit dem Finger... Sofort. Herr Steinberg, vielleicht können Sie uns helfen insofern, dass Sie sagen, inwieweit hat die Öffnung der Grenzen jetzt auch dazu geführt, dass jetzt der Sicherheitsaspekt insofern wirklich ein Thema ist, weil der IS sehr klar gesehen hat, dass es eine Möglichkeit ist, Leute reinzuschleusen. Und wie lässt sich das trennen von denen, die tatsächlich hierher gekommen sind nach Deutschland, um... Die genau von denen geflohen sind. Ja, genau von denen geflohen sind. Vielen Dank, Herr Bosbach. Wer seit Würzburg eben nicht mehr so ganz trennscharf. Das ist das Problem an dem Anschlag. Und das ist das Neue. Es war nun einmal ein Flüchtling nach dem, was wir wissen. Aber ich glaube schon, dass man die beiden Themen sehr genau voneinander trennen kann. Wir sehen auf der einen Seite, der IS hat die Chance erkannt. 2015 hat Scouts geschickt, hat Leute geschickt auf dieser Strecke, die dann auch teilweise die Anschläge in Paris verübt haben. Und es sind noch andere unterwegs. Es sind zwei sitzen in Salzburg ein. Es gibt noch ein paar aus anderen Organisationen. Also das war schon ein größeres Phänomen. Das waren wahrscheinlich ein paar Dutzend Leute, die auf dieser Strecke eingereist sind. Aber Sie haben ja eben mit der Frage begonnen, nach dem Attentäter von Nizza. Das war ja
faktischen Franzose, obwohl er, ich glaube, tunesischer Staatsbürger war. Und während er war französischer Staatsbürger, tunesischer. Nee, ich glaube, tunesischer Staatsbürger. Macht aber nichts. Ist letzten Endes nicht so wichtig. Wir sehen, dass die Flüchtlingskrise und vor allem der Kontrollverlust des deutschen Staates 2015 die Sicherheitslage meines Erachtens enorm verschärft hat. Aber das grundsätzliche Problem unserer Sicherheitslage sind natürlich die Terroristen, die wir schon in unseren Ländern haben, die nach Syrien ausgereist sind, zum Teil zurückgekommen sind. Und wenn wir uns die Anschläge insgesamt anschauen, dann werden wir ja feststellen, das sind Deutsche, Franzosen, Belgier, ganz unterschiedliche Abstammung, die für fast alle Anschläge der letzten zwei Jahre und auch des letzten Jahrzehnts verantwortlich sind. Also es ist ein europäisches Problem, das jetzt noch mal einen neuen Akzent erhält. Okay. Aber eben mit dieser etwas unglücklichen Wendung, dass es wohl ein Flüchtling war. Und deswegen muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wer da ins Land kommt. Das sind ja nicht die Leute, Herr Mansour. Wir werden Terror haben. Wir haben Terror vor dem IS und wir werden Terror nach dem IS haben. So. Wir werden ohne und mit Flüchtlingen Terror in diesem Land und in Europa haben. Die Frage ist nicht den IS, die Frage ist nicht Flüchtlinge, Islamisierung, sondern die Frage ist hier, die wir stellen sollen, wie kann eine Integrationsarbeit am besten gelingen? Und diese natürlich hilft uns bei der Bekämpfung von Islamisierung. Wenn wir diese Menschen nicht nur Sprache vermitteln, sondern auch Werte vermitteln, wenn wir diese Menschen für diese Gesellschaft gewinnen, wenn wir diese Menschen nicht schutzlos bestimmten konservativen, demokratiefeindlichen Imame und Moscheen zuliefern, dann werden wir ganz viele Leute für uns gewinnen. Rekrutieren die eigentlich bei Flüchtlingen? Tatsächlich? Vor allem unbegleiteter Minderjähriger. So, ja. Sie sitzen vor Asylheimen, weil sie wissen, dass diese Gruppe eigentlich sehr gut zu manipulieren ist. Ja. Jetzt erst Herr Strunz, dann Frau Ausländer. Ich glaube, dass jedes Wort davon richtig ist, dass man das mit großem Elan machen muss. Aber würde doch noch mal ganz stark dafür plädieren, dass man mit dem gleichen Elan und der gleichen Entschlossenheit auch unsere Sicherheitskonzepte überdenkt. Ich habe schon mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass sozusagen in Israel kann niemand mit einem Lastwagen in eine Menschenansammlung fahren. Das sind nämlich Poller. Die halten den ab. Ist es jetzt so verrückt zu sagen, dass man auch bei uns Großveranstaltungen mit Pollern sichert? Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob man in einem Regionalzug in Israel mit einer Axt und einem Messer rumrennen kann. Natürlich nicht. Warum lernen wir nicht endlich, dass wir uns hier absichern müssen? Ja. Das andere müssen wir auch tun. Es soll kein Polizeistaat werden. Wir müssen beides tun. Aber wir reden immer stundenlang über die Integrationskurse und fünf Minuten über die Sicherheit. Aber die Frage tatsächlich, also mit Israel, Herr Steinberg, dass Menschen das Auto als Waffe haben, ist es da zum ersten Mal passiert? Zumindest, dass ich mich erinnern kann. Ja. Es ist schon tatsächlich in den 90er Jahren. Aber ich teile natürlich die These. Ich bin da sehr erschrocken, wenn wir jetzt über längerfristige Dinge reden. Wir haben ein kurzfristiges Problem. Das muss gelöst werden. Ne? Und das löst man eben durch darüber, dass man Nachrichtendienste, Polizei stärkt, Grenzkontrollen, vielleicht den IS bekämpft. Aber größere Integrationsmodelle, die vielleicht in 10 Jahren wirken, gut, Können wir darüber reden, hilft uns nur im Moment reichlich wenig. Gut, aber was machen wir denn jetzt tatsächlich, wenn sich jemand entschließt, ein Auto zu nehmen und damit oder einen Lastwagen wie in Nizza und damit in die Menschenmenge zu rasen? Herr Strunz hatte den Vorschlag auf der Facebook-Seite des Frühstücksfernsehens, Sat.1, wo Sie arbeiten, dass wir alle einen Antiterrorkurs machen sollen. Was heißt das denn? Ich merke schon in der Art der Fragestellung eine gewisse Verwunderung. Überhaupt nicht. Ich habe nur versucht, das jetzt korrekt auszusprechen. Es war alles richtig. Gut. Ich glaube, was heißt denn das, ein Antiterrorkurs? Das heißt, was soll ich machen? Ich finde bemerkenswert, dass man in Deutschland keinen Führerschein machen kann, ohne einen Erste-Hilfe-Kurs nachzuweisen. Dass wir uns aber in der größten Terrorbedrohung aller Zeiten in diesem Land schutzlos zeigen. Ich meine nicht, dass sich jetzt jeder bewaffnen soll. Es muss keine Selbstverteidigungskurse geben. Aber mir wäre sehr wohl dabei, wenn man in Schulen, in Volkshochschulen Kurse anbieten würde, wie man sich verhält. Da kann man nichts machen. Nochmal, ich finde immer, zu jedem Vorschlag finde ich irgendein Beispiel, wo es nicht anwendbar ist. Wie sieht das aus, was Sie meinen? Ich möchte mit dem Vorschlag eins deutlich machen. Wir müssen alle umdenken. Ja. Natürlich muss die Politik umdenken, Sicherheitskonzept, wir müssen Integration anbieten. Aber wir selber müssen wissen, wir leben in einem Land, wir leben in einem Zeitalter des Terrors. Und ich glaube, dass man hilfreiche Informationen weitergeben kann an jeden. Und ich glaube, wir müssten das auch, wie man Gefahrenpotenziale entdeckt,
was tue ich denn eigentlich? Jetzt hat mir jemand erzählt, er war ganz verunsichert, er fuhr in der U-Bahn, dann stieg ein Mann ein, ein junger Mann ein, in einem, naja, sagen wir mal, flapsig Salafisten-Style, ja, sah so aus, hatte einen riesen Rucksack am Rücken und fasste in den Rucksack. Die U-Bahn fuhr gerade los. Wie gehe ich denn damit um? Er zog dann nur einen Koran raus und hat da drin gelesen. Okay, aber sozusagen, das passiert doch da draußen. Und wir diskutieren immer große Konzepte. Aber ich bin mit dem Terror groß geworden in Israel. Kann Ihnen sagen, das hilft nicht. Das Einzige, was hilft, ist natürlich Sicherheitsapparate, die in der Lage sein, da zu sein, anwesend zu sein. Aber in Israel wissen Sie ja dann besser als jeder, ist jeder dafür sensibilisiert. Also, ja, aber ich finde es ehrlich, aber das führt auch dazu, dass es auch merkwürdige Sachen da passieren. Natürlich nicht. Restaurant essen. Also das, ich glaube, also noch sind, ist in unserer Situation ist nicht so. Ich ein finde, Bürger in Tel Aviv geht nicht mit dem Gewehr essen. Also das ist jetzt wirklich eine Wildwest. Das erwartet man keiner, Strunz, sondern dass man einen Sicherheits vermittelt. Restaurant, da gehen ganz normale Soldaten, weil sie als Bürger unterwegs sind, mit dem Gewehr und am Tisch essen. Und zwar haben sie es immer dabei. Also, wenn sie, Und wir werden nicht alles verhindern können. Genau. Und deshalb bin ich auch dabei, dass Integrationsarbeit und Präventionsarbeit langfristig uns retten kann. Genau. Tun wir das nicht jetzt, in 10 Jahren haben wir ein viel größeres Problem. Und deshalb würde ich auch sagen, also machen Sie diesen Volkshochschulkurs, ich verstehe es nicht, ich glaube, damit verspricht man Menschen was am Ende gar nicht geht. Aber beides zu machen, zu überlegen, wie geht auf diese Bedrohungslage, müssen sich Sicherheitsbehörden verändern und dabei den Rechtsstaat und unsere Demokratie erhalten. Und zeitgleich, Herr Steinberg, wenn Sie sagen, das mit der Integration und so weiter nützt uns ja, hilft uns ja jetzt nichts. Das ist, glaube ich, langfristig, aber wir werden beides machen müssen, sonst sitzen wir in 10 Jahren hier und sagen, wir haben es vor 10 Jahren verpennt. Aber flächendeckend tun wir auch immer noch nicht. Aber Sicherheit zuerst, das wäre der Slogan. Das ist ja Sicherheit. Das, was mein Mikrofon ist kaputt. Frau Assländer, das, was Herr Strunz vorschlägt, also diese Wachsamkeit, Sie haben da gerade so reagiert darauf. Macht Ihnen das ein bisschen, macht Sie das unsicher oder was ist das? Ja, ich habe das Gefühl, das vermittelt vor allen Dingen eine ganz große Angst an unserer Bevölkerung und was wieder weiter zu dieser Stigmatisierung der Menschen führt. Und ich denke, wir müssen jetzt vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass die Menschen keine Angst haben vor den Menschen, die zu uns gekommen haben sind. Aber. Weil, ja, die Angst aber das ist doch da. Mein Problem. Das es geht um Angst vor Terror, nicht vor Menschen. Die Angst ist da. Die Angst vor Terror, ja, aber wie können wir den Menschen helfen, keine Angst vor den neu zu uns gereisten Menschen zu haben? Das ist doch die Frage. Weil sonst geht es weiter in die Richtung, dass diese jungen Menschen einfach weiter stigmatisiert werden und ins Abseits getrieben werden. Aber wir haben doch die Filme gesehen mit Amokläufen von deutschen jungen Männern, die sich auch irgendwie verloren haben. Gar nichts zu tun haben, Frau Küngers. Nein, aber die sich auch verloren haben. Und deshalb ist es auch richtig, jetzt nicht zu stigmatisieren und zu sagen, die Gefahr käme nur daher. Da hat Frau Assländer recht, sondern wir müssen das mit kühlem Herzen. Aber wir haben das schon ausgedrückt. Terror ist was anderes. Also da müssen wir schon. Kann man beides machen, nämlich eine Sicherheitsstrategie, die tatsächlich im akuten Fall uns jetzt auch vor dieser Art von Terroranschlägen mit Autos, mit Messern, also nicht mit Bomben und von Einzeltätern, die im Zweifel schwer zu entdecken sind, kann man das eine machen, nämlich uns vor denen schützen, ohne das andere, was Frau Assländer befürchtet, auch zu tun, nämlich eine generelle Panik zu schüren. Was würden Sie denn vorschlagen, was man macht? Klar kann man das machen, und zwar mit einer vernünftigen Sicherheitspolitik. Wie wäre die? Naja, das fängt zunächst einmal damit an. Wir hatten am Anfang schon kurz darüber geredet, wir haben eine recht gute Polizei, wir haben schwache Nachrichtendienste. Bei der Früherkennung sind die Deutschen sehr, sehr schwach. Und man wird solche Attentate, wenn überhaupt, dann nur dadurch verhindern, dass die Sicherheitsbehörden relativ früh erfahren, wenn junge Leute in diese Richtung gehen. Wenn sie relativ früh erfahren, wer ist in Syrien und ist unterwegs zurück. Ich glaube, dass das der wichtigste Schritt ist, dass wir unsere Sicherheitsbehörden reformieren, unsere gesamte Sicherheitsarchitektur. Wir haben ein paar Fälle in den letzten Jahren, in denen alle versagt haben. Die parlamentarischen Gremien, die Aufsichtsbehörden in den Ministerien und so weiter, bis hin zu den Sicherheitsbehörden. Da haben wir enorme Schwächen. Das wird letzten Endes nicht dazu führen, dass man so einen Fall wie Würzburg notwendigerweise verhindern kann. Es gibt da selbstverständlich Schwächen, aber die großen ISIS-Anschläge, die Rückkehrbewegungen, die Kontakte der Gruppierungen, die kann man dadurch tatsächlich beachten. Und da sind wir dran, Herr Bosbach, wenn Sie mir nur sagen, am Ende sind wir... Zugehört, jetzt warte ich nur noch auf die Erklärung, welche parlamentarischen Gremien versagt haben, was sie hätten tun können, um das zu verhindern, was
was wir heute wortgleich beklagt haben. Nächstes Thema, aber tatsächlich also die Aufgabe... Ich soll kein parlamentarisches so sagen, der NSU. Richtig ist, dass wir den internationalen Terror nur mit internationaler Zusammenarbeit und Vernetzung erfolgreich bekämpfen können. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Bis vor kurzer Zeit haben 5 Länder 80% des gesamten Datenbestandes auf den europäischen Markt eingespeist. Das heißt, nicht die Zahl von Sicherheitsbehörden macht ein hohes Maß an Sicherheit, sondern die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit, der Austausch von Informationen zur Gefahrenabwehr. So, und beides müssen wir tun. Das, was Frau Assländer besorgt, nicht die Panik schüren, aber eben im Hintergrund dafür sorgen, dass die Anschläge hoffentlich weiterhin halbwegs glimpflich hier ausgehen. Wahrscheinlich wird das nicht gelingen, das wird unser Thema bleiben. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, ich danke Ihnen erst einmal für das Diskutieren an diesem Abend. Herzlichen Dank dafür. Wir sind jetzt für eine Weile im Sommer, melden uns dann wieder zurück, wenn es etwas zu berichten gibt und sonst wieder im Herbst. Ich wünsche Ihnen einen guten Sommer, einen sicheren Sommer und einen hoffentlich sorgenfreien. Einen schönen Abend.